Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute hat mir Cindy geschrieben, denn ihre Mama schaut anscheinend gerne meine Videos. Also Grüße an Cindy und ihre Mama. Karin und Cindy. Meine Mama guckt immer First Dates, ich nur deine Reactions. Daher kommt die Empfehlung. Achso, die Mutter guckt gar nicht meine Reactions. Scheiß drauf, Digga. Karin, ich grüße dich doch nicht mehr, Digga. Daher kommt die Empfehlung offiziell von ihr. Hä? Also guckt sie doch meine Angelika und Jürgen war ein ziemlich lustiges, wortloses Date. Was das wohl heißen soll, finden wir heute heraus, denn wir gucken es uns an. Angelika, Jürgen bei First Dates klingt mir wieder nach einem Rentnerpärchen. Freuen wir uns. Schauen wir mal, was wird. Für alle, die hier neu sind, liebe Freunde, hier eine schnelle Vorstellung von mir. Und alle weiteren Links findet ihr in der Beschreibung zu RTL Plus und so weiter und so fort. Guckt gerne rein. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ne? So. Ne? Rainer. Ne? Let's go. Ja, nichts. Also, mein Name ist Jürgen. Wie Hallo. Ich bin, muss man sehen. Also, ich kann dir viel erzählen hier. Ich kann dann den Blauen Mill runter erzählen. Und wie toll ich bin und wie super ich bin, das mag ich nicht. Tut mir leid. Nee, sehe ich nicht ein. Sehe ich auch nicht ein. Also hier irgendwas erzählen, das könnt ihr euch einfach ausmalen, wie ich bin. Könnt ihr euch einfach ausmalen, weil könnt es auch eh nicht überprüfen, ob ich wirklich so bin. Ja, traumvoll ist, gefühlvoll, kommunikationsstark, nicht so groß. Das hat mir passt, ein kleiner süßer Maus. Muss Ausstrahlung haben. Naja, muss ihr so ein Funke überspringen und der Funke springt in ein paar Millisekunden über. Jürgen, eine Maus, hat er gesagt. Das muss eine Maus sein. Kommunikativ nicht so groß. Ansonsten wird's schwierig. Hallo. Nur mit der Ruhe, hallo. Die sind mal, das sind mal die Liebsten. Keine ja. Hektik, hallo. Die hier mit so einer Entspannung reinkommen. Dafür nehme ich aber jetzt die Jacke. Super. Gerne, ja. Gerne doch. Schickes Hemd. Ja, echt? Ja. Wirklich? Ja. Ich war mir nicht sicher. Nee, du bist überhaupt ein guter Typ, finde ich. Echt? Ja, du gibst uns nicht das Gefühl, dass du jetzt viel brauchst aus einem Drink. Richtig. Ja. Perfekt. Ja. Hallo, alle Mann. Hallo. Tja, was nehmen wir denn? Also, machen wir was ohne Zucker, bitte. Was ohne Zucker? Ja. Dann kriegst du eine Coke Zero, Bro. Ich bin Angelika und suche auch noch einen, sagen wir mal, einen flotten, bisschen sportlichen Herrn. Einen flotten Flitzer sucht sie. Also ich denke schon, dass ich jetzt im Alter kompromissbereiter bin. Wie alt ist sie denn? Diese Zahl, ne? Ich spreche sie nicht aus. Als in der Jugend. Als in der Jugend war ich schon so gesagt, gefällt mir nicht, Wiedersehen. Aber heute bin ich schon bereit. Wenn es stimmt, muss ja natürlich immer. Ja gut, ne, in der Jugend, wenn man, sag ich mal, eine heiße Schnede ist, ne, und das war die Angelika bestimmt, ne, heiße Granate, dann hast du ja auch ein bisschen die Möglichkeit, auszusortieren. Im Alter weiß ich gar nicht, ob das noch so gegeben ist. Weil im Alter, also wirklich Alter, da tickt ja so eine gewisse Zeit gefühlt, glaube ich, denke ich. Weiß ich nicht, wie es ist. Und wenn du dann noch eine Beziehung haben willst oder wieder eine Beziehung haben willst, dann musst du, glaube ich, das ein oder andere Äuglein zudrücken. Weil ich glaube, der Rentnermarkt, da gibt es nicht so einen krassen Datingmarkt wie jetzt in den jungen Jahren, sag ich jetzt mal. Angelika, schön, dass du hier bist. Möchtest du mit der Jacke daten? Ja, gehört eigentlich zum Outfit. Sieht super aus, ja. Ich meine, du weißt ja schon sehr, was du willst, ne? Ganz genau. Ist das bei der Partnerwahl auch so? Ja? Aber ich will mit dir hin. Gerne mit dir essen. Ja. Sie ist nicht mein Typ. Die geschminkt war, einfach für mich no go. Zuerst denkt man ja nicht, ach, das ist ein toller Mensch und dann ist toll. Zuerst sind die Äußerlichkeiten, das ist vollkommen normal. Der Mann kann sich freuen auf dich. Ja? Danke, danke. Das hat er schon? Ja, das ist er. Als ich ihn gesehen habe, wusste ich, er ist es nicht. Ist einfach ein Gefühl, man sieht jemanden und... Beruht auf Gegenseitigkeit. Jetzt wissen wir von Anfang an, dass beide nichts voneinander wollen. Ich wollte ihm einfach auch eine Chance geben, sagen wir mal jetzt so. Man weiß ja nicht, wenn man sich unterhält, sitzt, kann ja doch irgendwie ein Funke überspringen oder ja. Wie ist es denn mit einem Gläschen Sekt oder so? Ja, geht auch. Ja? Ja, gern. Mit Eiswürfeln? Ja, ne? gerne. Na, gut angekommen, ja. Ja. Und welche Gegend? Berlin. Berlin? Ja. Ach so.
Und du, sag mal. Berlin, na klar, dich schon. Ja. Die zeigen aber auch beide direkt, dass sie sich gegenseitig nicht fühlen. Also man merkt es ja auch instant. Keiner von denen ist ein guter Schauspieler. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja, ich finde es fair. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht oder wie es ausgeht oder ob die abbrechen oder was passiert. Weil es ist ja jetzt schon klar, dass es kein zweites Date gibt. Also die Spannung ist jetzt schon vorbei. Ihr könnt eigentlich jetzt abschalten, liebe Freunde. Sehen wir uns morgen wieder 14 Uhr. Bis dahin, haut rein. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät? Nein, Spaß. Ich mach das Ding natürlich. Wir gucken jetzt mal hier noch weiter. Da sind wir hier. Ja. Nur mal kosten. Die haben wirklich gar nichts. Bruder, überleg dir irgendwas. Ihr seid 70 Jahre alt. Was hast du so erlebt in deinem Leben? Erzähl mal. Was hast du gemacht nach der Schule? Was ist passiert? Das wäre die erste Frage, die ich fragen würde. An eine Person, die so viel erlebt hat. Ich würde so zurückgehen erstmal in diese Jugendzeit und würde sagen, wie war deine Jugend? Was hast du gemacht? Warst du ein Draufgänger? Warst du kein Draufgänger? Wie hast du getanzt in der Disco? Hast du Disco Fox getanzt? Oder hast du den Walzer getanzt? Oder? Ja, ich war ein bisschen aufgeregt. Und dann muss man ja erstmal durch die Aufregung erstmal irgendwie ein Thema finden, sprechen und so. Ja, und er war ja auch nicht so, ich sag mal, redegewandt. Ja, das Schweigen an der Theke war bedingt durch meine Reaktion auf ihre Erscheinung. Und dass ich am liebsten gesagt hätte, schön, dass du hier bist und tschüss. Aber ich hab's aus Höflichkeit natürlich nicht gemacht. Macht man nicht, da bin ich doch zu viel, sagen wir mal, ich würde nicht sagen Diplomat, aber ich bin da bestimmt sehr ein höflicher Mensch. Prost. Es ist so unangenehm. Also, was heißt unangenehm? Dadurch, dass wir beide wissen, dass die sich gegenseitig nicht fühlen, ist es okay. Es wäre viel unangenehmer, wenn einer von beiden den anderen fühlen würde. Was machst du? Die machen nur so einen Minijob. Ach so, super. Beim Herrenausstatter. Oh, gut. Ja. Nicht schlecht. Stell doch eine Gegenfrage, du Nuss. Einmal das Bio-Ei für dich. Und das sind die Bällchen, ja? Okay. Genau, richtig. Wunderbaren guten Appetit. Ja, danke schön. Das danke. Ich mir gerne. So. Na dann, guten. Ja. Jedenfalls. Die haben einfach gar keinen Bock, miteinander zu reden. Die haben einfach, also ich glaube, das Problem ist, glaube ich, die Erwartungshaltung. Ich glaube, wenn man mit der Erwartungshaltung bei First Dates reingeht, mit mir wird da jemand hingesetzt, den ich hundertprozentig fühle, dann ist man danach sehr enttäuscht. Das Ding ist, dass First Dates nicht zaubern kann. Das konnten sie bei mir auch nicht. Du kannst dich zaubern und dann da jemanden hinsetzen, wo du sagst, das passt. So, bei mir hat das Mädel auch nicht gepasst. Mir persönlich hat sie nicht gepasst. Von dem, was ich von ihr in dieser eineinhalb Stunden kennenlernen konnte. Und dann ist es so. Und dann macht man das Beste aus dem Date und fertig. Nicht mehr, nicht weniger. Aber die gucken sich nicht mal an. Die haben nicht mal Interesse am Gegenüber. Also nicht mal Respekt. Respectfully Interesse. Und wie lange ist deine die letzte Beziehung? Letzte paar Monate vor ich war. Oh nein, sie hat ja die ganze Zeit was hängen. Ich frage mich, wie Leute sowas nicht merken. Ich habe nie was an den Lippen hängen, wenn ich esse. Nie. Und ich meine wirklich nie. Man merkt das doch, wenn hier so ein kleiner Knopf hängt. Und? Sehr gut, ne? Also meinst du es sehr gut? Ist okay, noch klar. Sie wird es aber, ihr wird es nie auffallen. Sie wird das Ding die ganze Zeit da haben. Beim Essen, dieses Schweigen hat mich schon gestört. Also ihr kennt es sonst nicht, so egal, ob mit Freunden, klar. Ist auch mal vielleicht mal ein bisschen ruhig. Aber in der Regel unterhält man sich fließend. Ne? Das ist ja so, gerade wenn man sich kennenlernt, ist es ja eigentlich, will man ja eigentlich viel mehr wissen auch. Ne? Also falls ich in dem Alter noch Single sein sollte, liebe Freunde, und ihr guckt gerade alle meine Videos, ne? Und irgendwann, man weiß nicht, was passiert. Irgendwann höre ich auf mit YouTube, ne? Irgendwann bin ich weg von der Bildfläche. Ihr habt mich aus den Augen verloren. Ihr guckt aber abends noch First Dates. Irgendwann sitze ich da. Als Rentner. Als echter Rentner. Und dann mache ich da mein Ding, dö. Und ihr sagt so, den kenne ich doch irgendwoher. Dann sage ich, jo, moin, ich bin der Cedric.
damals bekannt auf YouTube gewesen. Ja, die Zeiten sind vorbei. Ne, jetzt bin ich halt ein chilliger Opa. So, ich darf eure Rechnung hier mal in die Mitte des Tisches stellen. Okay, alles klar. Endlich ist das Date vorbei. Endlich. Die haben insgesamt sich gegenseitig vielleicht 3 oder 4 Fragen gestellt. Jetzt ist nur noch die Frage, wer zahlt das Ding? Machen wir. Und, wie hast du dir vorgestellt? Wollen wir Hälfte machen? Ja, können wir machen. Okay. Also sicherlich bezahlen, warum zählt man von mir auf jeden Fall, na sicher. Wenn ich die richtige Frau gewesen wäre, hätte ich bezahlt, ohne mit der Wimper zu zocken. Ja gut, aber irgendwas anderes hätte ich jetzt auch hier nicht erwartet. Aber sie hat noch so gefragt, so hoffnungsvoll. Mäßig, und? Wie hast du vor? So mäßig unter Druck setzen. Und? Zahlst du mir? Leihst du mich ein? Sie ist auch ein bisschen angepisst, glaube ich. Ah. Nee, fand ich nicht doof. Also, jeder empfindet ja anders, findet den einen toll, der andere sagt, Gott, was ist denn das für eine Zicke da? Wie ist die denn furchtbar? Also, nee, da bin ich schmerzfrei, sagen wir mal so. Also, ich sag mal so, er ist im zweiten Blick, er ist nett, kann man nicht anders sagen. Nett ist der kleine Bruder von Huren. Sieht doch bestimmt für viele Frauen nett und kommt gut rüber. Ist eben einfach nur nicht meins. Ja. Tschüss. Tschüss. Gute Zeit. Tschüss, Roland. Mach's ciao. Gut. Tschüss. War schön, dass ich Sie kennengelernt habe. Ja. Danke. Schön, okay. Dass ihr wart. Ja, danke. Tschüss. Auch. Ciao. Tschüss. Man muss ja so sagen, er ist so ein Feini, ne? Also, der ist so ein Lieber. Wirklich, mit dem würde ich gerne mal eine Runde golfen gehen, ey. Ich war gestern mit 3 Rentnern golfen. Also. Oh, jetzt Mann, das Problem ist, dass auf meinem Kanal hier das Wort Rentner schon ab 30 anfängt. Ab 35, sagen wir mal. Deshalb, Senioren. Wir haben jetzt die Rentner. Das seid sehr viele von euch, sind das. Ja, fühl dich ruhig angegriffen. Fühl dich angegriffen. Und wir haben dann ab jetzt auch Senioren, okay? Das sind die, sagen wir mal, Ü50. Also 35 und 55 machen wir mal. Das ist jetzt so, immer wenn ich davon rede, so, okay? Gut, wisst ihr Bescheid. Ich war gestern mit 3 Senioren golfen. Eigentlich wäre ich alleine gegangen und dann waren die nach mir dran und haben gesagt, willst du bei uns mitlaufen? Und ich so, ja klar. Und das hat mal wieder Spaß gemacht. Ich mag alte Leute sehr gerne. Alte Leute. Ich will wirklich niemanden angreifen, ne? Ich baue mir hier schon wieder so viele Fettnäpfchen. Aber ich kriege von den Senioren immer sehr süße Nachrichten auf Instagram. Deshalb weiß ich, es ist alles im Lot. Es gibt welche, die verstehen es mit Humor, welche, die verstehen es nicht mit Humor. Ja. Dann ist es halt so. Was soll ich machen? Ich kann es nicht jedem recht machen. Wir gucken uns mal an, was die beiden hier zu erzählen haben. Ich sag mal, nett. War ja, nett. Kann ich bestätigen, die war nett. Und was bedeutet nett für ein zweites Date? Also ich möchte kein zweites Date. Ja, es ist eben einfach, du kommst nicht, also ich finde dich nett, will jetzt nicht irgendwie was sagen, aber bist eben nicht so mein Typ. Ja, bei mir geht es genauso. Also die gleiche Antwort im Prinzip. Eine tolle Frau, sieht gut aus, alles okay. Alle sind uns einig. Alles gut. Ja gut, die haben jetzt am Ende mehr geredet als auf dem ganzen Date insgesamt. Ne? Das war ein sehr, also es war eine verhältnismäßig ruhige Reaction. Vielleicht soll ich jetzt einfach zum Ende des Videos einfach mal noch ein paar Sekunden in die Kamera schreien, oder? Was hält ihr davon? Jetzt fühle ich mich gerade wie so ein... Boah, mir wird schwindelig. Oh, ich habe gerade zu viel Luft verloren. Wow. Okay, liebe Freunde, ich danke euch fürs Einschalten. Morgen wird hoffentlich wieder mehr geredet, denn morgen um 14 Uhr kommt hier wieder noch ein Video online. Schaltet gerne ein, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und seid jeden Tag am Start, denn es lohnt sich. Und, was ich auch noch sagen kann... Diesen Sonntag kommt etwas Besonderes auf meinem Hauptkanal und ich möchte euch alle da sehen. Sonntag, 12 Uhr. Schaltet ein. Es wird geil. Es wird wirklich geil. Und mein Hauptkanal ist unten verlinkt. Der heißt einfach nur Seddo auf YouTube. Aber wenn ihr Seddo in der Suchleiste eingebt, kommt erstmal mein First Date Kanal, dann die Reactions und dann kommt irgendwann mein Hauptkanal, weil ich da viel weniger hochlade. Wir sehen uns. Denkt an meine Worte. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ja, ob du schläfst oder ist es schon zu spät? Ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg. Ja. Kenn uns erst eine Woche. Perfect Match aus meiner Gegend. Kasperstraße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.